Okay, mach mal Pause. Hallo. Nicole Schumann, Frankfurter Kurier. Ich berichte über die Juristen-Jazz-Tage. Hallo. Ihre Combo gilt angeblich als der Geheimtipp. Ach, wir sind einer der vielen Geheimtipps hier. Haben Sie ein paar Minuten? Für Sie habe ich gerne mehr. Wollen Sie was trinken? Nein, danke. Wollen wir gleich loslegen? Vor ein paar Jahren haben Sie ja das Juristen-Jazz-Treffen ins Leben gerufen. Damals noch mit einer Handvoll Bands aus der Region. Heute kommen die Musiker schon von überall her aus Deutschland. Naja, der Bedarf für eine gute Plattform, der war eigentlich schon da. Mhm. Das Problem war nur, wie bringt man die Leute zusammen? Also eine Menge Organisation. Allerdings. Machst du mir ein Bier, bitte? Komm sofort. Als ich noch Staatsanwalt war, mit einer 40-Stunden-Woche, da lief das alles problemlos nebenher. Aber heute gäbe es ohne meine Sekretärin wahrscheinlich gar keine Juristen-Jazz-Treffen mehr. Sie ist sowas wie die heimliche Managerin geworden. Aber vielleicht wollen Sie das alles mal lieber in Ruhe nachlesen. Ich habe hier ein Faltblatt für Sie. Alles auf einen Blick. Inklusive Spielplan der Bands. Tut mir leid, eigentlich interessiere ich mich für Jazz, aber mein Job ist einfach gerade irre stressig. Ich werde auf jeden Fall einen schönen Artikel schreiben. Okay. Würde mich freuen. Ich wünsche viel Erfolg. Danke, ebenfalls. Tschüss. Das ist für mich ja nun nicht das erste Mal, aber immer wieder was Besonderes. Ich bitte Sie, ich habe zu danken. Machen Sie es gut, mein Lieber. Nicole, ich habe jetzt leider keine Zeit. Weißt du, wer eben angerufen hat? Die Akademie für... Wie hast du immer so schön gesagt? Das Gefasel eines Psychopathen abdrucken kann jeder, aber unserem Leser muss es Schauer über den Rücken jagen. Und schauerlich genug? Ist das? Ja. Respekt. Da staunst du was. Wie bist du denn da rangekommen? Unser Sichelmörder hat sein letztes Geheimnis preisgegeben. Stell dir mal vor, eine kleine Reporterin findet das Messer von Jack the Ripper. Jetzt komm mal runter. Warte, denn Pritzke die Sichel die ganzen Jahre versteckt. Was gibt's, Wiesner? Ich habe jetzt keine Zeit. Das ist so wichtig. Ich komme dann später nochmal wieder. Ach, Martin. Ja? Machen Sie bitte die Tür zu. Danke. Also, wo war sie? Steht alles da drin. Jetzt komm schon. Er hat die Sichel unbemerkt einer Dauerausstellung für Kultgegenstände im Völkerkundemuseum hinzugefügt. Ist das nicht genial? Ihr geht zu, wirft der Zahl. Ja. Uwe, ich will nicht stören. Tag. Hallo. Ich wollte dir nur die... Ich bin schon weg. Sie lasse ich dir zum Spielen da. Hm. Soll ich später noch mal kommen? Nein, nein, bitte setz dich. Willst du einen Kaffee? Danke. Karin, einen Kaffee bitte. Ich bin heute länger im Büro. Vielleicht kommst du nach Redaktionsschluss noch mal vorbei und dann besprechen wir den Text etwas genauer. Okay. Und? Hast du alles dabei? Natürlich, Schatz. Thank you.
Was genau liegt denn gegen Frau Schumann vor? Nach Aussage mehrerer Zeugen war Frau Schumann neben dem Tatopfer die letzte Person, die sich in den Räumlichkeiten des Frankfurter Kuriers aufgehalten hat. Weiterhin wurde in dem Büro des Getöteten ein von ihr verfasster Artikel über einen Ritualmörder gefunden, der offenbar als Vorlage für den jetzigen Mord diente. Sie können aufgrund eines Artikels niemanden festhalten. Ja, aber aufgrund einer sichergestellten Tatwaffe, die mit den Fingerabdrücken ihrer Mandantin übersät ist, schon. Und das Motiv? Bisher wissen wir nur wer, wie und wann. Oder nicht warum. Tja, wer hätte das gedacht, dass Sie jetzt mich interviewen? Wann haben Sie Herrn Fehrenbach denn das letzte Mal gesehen? Wir haben über mein Manuskript gesprochen. Fehrenbach war begeistert. Natürlich wollte er noch zwei, drei Sachen geändert haben, wie immer. Wie kamen Sie denn zu dieser Sichel? Ich habe Pritzke dazu gebracht, mir das Versteck zu verraten. Die Tatwaffe des Sichelmörders, Ernst Pritzke, wurde nie gefunden. Nie hat er auch nur ein Wort darüber verloren. Und ausgerechnet nie hat er im Gefängnis das Versteck verraten. Das ist eine kleine Sensation, die Waffe zu besitzen. Mit der er seine Opfer brutal ermordete. Wer außer Ihnen wusste denn noch von der Waffe? Im Prinzip die ganze Redaktion. Das war ja Thema Nummer eins an dem Tag. Die Waffe lag offen auf Fehrenbachs Schreibtisch. Da hätte ja jeder rangekonnt. Aber nur Ihre Fingerabdrücke waren drauf. Ging es denn an diesem Abend nur über Ihren Artikel oder haben Sie auch über andere Sachen gesprochen? Hat Fehrenbach vielleicht noch jemanden erwartet? War er irgendwie anders als sonst? War er nervös? Nein, ganz im Gegenteil. Er war gut gelaunt und stellte sich immer wieder vor, wie die Konkurrenz auf den Artikel reagieren würde. Danach bin ich dann gegangen. Wann war das? So gegen 7:45. Das hat wohl keiner gesehen. Was haben Sie dann gemacht? Gebadet. Das hat wahrscheinlich auch niemand gesehen. Gespielt. Es gab keine Anzeichen, wann und wo er das nächste Mal zuschlagen würde. Aber was hat denn das jetzt alles mit meiner Mandantin zu tun? Ja, dann hören Sie doch mal selbst, was Frau Schumann über diesen abartigen Typen schreibt. Hier haben wir es. Charismatischer Mörder. Augen, die einen durchdringen. Faszinierender Mann. Schauer über den Rücken. Ich habe diese Passagen gelesen. Na, umso besser. Dann werden Sie mir sicher zustimmen, dass Nicole Schumann dem Sichelmörder nicht nur völlig unkritisch, sondern sogar fasziniert gegenüberstand. Außerdem wäre es nicht das erste Mal, dass ein Ritualmörder von einer empfindsamen Seele Besitz ergreift. Ich bezweifle gar nicht die Gefährlichkeit dieses Mannes. Aber mir ist das alles zu abgehoben. Was ist denn, wenn diesem Verbrechen ganz gewöhnliche Motive zugrunde liegen? Schönen Tag noch. Ja, tschüss, Lessing. Ach, gut, dass Sie da sind, Dr. Lessing. Das Telefon steht gar nicht mehr still. Zuerst hat Dr. Probst angerufen, der ist wieder in seiner Kanzlei erreichbar. Naja, und dann noch zahlreiche Anrufe wegen dieser Jazztage. Wie, noch mehr? Da platzt uns der Spielplan ja bald aus allen Nähten. Ja, eben. Also entweder müssen wir um einen Tag verlängern oder eine weitere Lokalität anmieten. Ich habe da an das Casablanca gedacht. Helga, Sie sind ein Engel. Ohne Sie hätte ich schon längst das Handtuch geworfen. Tja, die Kunst fordert eben von uns allen besondere Opfer. Ach, von dir etwa auch? Während du swingend durch die Clubs tingelst, kümmere ich mich um die ernste Seite des Lebens. Ich hoffe, du meinst damit unseren aktuellen Fall. Ich erinnere mich sehr gut an die damaligen Sichelmorde. Die Zeitung stand ja voll davon. Kaum war der Mörder gefasst, rannte plötzlich noch so ein Verrückter mit der Sichel durch die Gegend und murkst die Leute ab. Tja, genau so eine Nachahmungstat unterstellt Kommissar Reuter jetzt meiner Mandantin. Und, hältst du das für möglich? Ich weiß es nicht. Es könnte tatsächlich was dran sein. Für meinen Geschmack ist diese Nicole Schumann etwas zu sehr vom Sichelmörder fasziniert. Andererseits könnte sich jemand genau diesen Umstand zunutze gemacht haben, um sie damit verdächtig zu machen. Gibt es auch was, was sie unverdächtig macht? In meinen Augen fehlt das Motiv. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das alles inszeniert hat. Ihr Artikel über dem Toten, die Fotos an der Wand, die Sichel.
Jedenfalls macht jemand, der so viele Spuren legt, auch selber welche. Und da baue ich auf deinen ungetrübten Spürsinn. Vergiss bitte nicht meinen ungetrübten Geschäftssinn. Guten Tag. Mein Name ist Matula. Man hat mir gesagt, dass Sie mir vielleicht weiterhelfen können. So. Hat man Ihnen das gesagt? Ja, da muss ich Sie enttäuschen. Ich gebe keine Auskunft. Sie sind wirklich genau die Richtige. Man hat mir nämlich auch gesagt, dass Sie eine Frau mit Durchblick sind. Steht das in Ihrem kleinen Handbuch für Detektive? Wie man zu der Sekretärin des ermordeten Chefs einen Draht herstellt? Man kann Ihnen wirklich nichts vormachen. Was glauben Sie, wenn man hier eingewickelt wird, damit man Überstunden macht? Da kriegt man kurz vor Feierabend noch so Sprüche reingedrückt wie: Nicht jeder hat das Privileg, aktiv am Zeitgeschehen mitwirken zu dürfen. Verstehe. Und Fehrenbach, hat er Sie auch eingewickelt? Der war der Schlimmste von allen. Man konnte ihm aber auch nur schwer was abschlagen. Kaffee? Nein, vielen Dank. Er hatte so eine Art. Er war charmant, wortgewandt. Und als Journalist einfach brillant. Seine Artikel klangen eher wie lyrische Abhandlungen. Vielleicht nicht mehr ganz so up-to-date, aber immer noch einzigartig im Verlag. Da verzeiht man so einiges. Was gab es denn da so zu verzeihen? Ja, seine 180-Grad-Drehungen. Genauso wie Fehrenbach Menschen mit seinem Charme einwickelte, konnte er sie auch verletzen. Ein rücksichtsloser Egoman. Und dann seine Eitelkeit. Er war gerade wieder für einen Journalistenpreis nominiert. Allein das Getue, das er darum gemacht hat. Gab es denn da keinen, der ihm das Wasser reichen konnte? Was seine Artikel betrifft, bestimmt keiner. Allerdings Nicole Schumanns Reportagen, die waren irgendwie näher am Puls der Zeit. Vielleicht manchmal noch zu emotional, aber auf alle Fälle fesselnd. Oh, vielen Dank. Unser Erzfeind Wiesner zum Beispiel, der war Fehrenbach weit überlegen. Also was die Führung der Mitarbeiter angeht oder die Organisation von Redaktionsabläufen. Wiesner? Mhm. Martin Wiesner, Ressortleiter für Lokales. Wäre bestimmt keine leichte Entscheidung für die Verlagsleitung geworden. Ich verstehe nicht ganz. Ja. Naja, den vakanten Stuhl des Chefredakteurs besetzen. Es standen ja immerhin zwei zur Auswahl, also Wiesner oder Fehrenbach. Es kann ja schließlich nur einer Chefredakteur werden, oder? Ernst Pritzke ist das unberechenbarste Individuum, das mir in 30 Berufsjahren untergekommen ist. Ich meine, wie soll ich einen Mandanten verteidigen, der keinerlei Reue zeigt? Vor Gericht mit seinen Taten noch herumprahlt. Der Kerl ist ein begnadeter Selbstdarsteller, sich seiner Wirkung voll bewusst. Erst wenn sich alles um ihn drehte, dann war er zufrieden. Dann ist es ja gut, dass er keine Gefahr mehr für die Menschen darstellt. Von wegen. Solche Psychopathen sind auch hinter Gittern noch gefährlich. Da entfalten sie auf eine besondere Weise ihre destruktive Wirkung. Stellen Sie sich vor, eine Sozialarbeiterin hat sich wegen ihm das Leben genommen. Aber er wollte sie ihm nur helfen. Also, da hat sich mir noch mal bestätigt, dass es richtig war, das Mandat niederzulegen. Ich bin schließlich Anwalt, kein Psychiater. Ich habe zu jedem meiner Mitarbeiter ein sehr gutes Verhältnis. Das ist mir sehr wichtig. Auch zu Herrn Fehrenbach. Er war ein hervorragender Journalist, daran gibt es gar nichts zu rütteln. Ich habe seine Arbeit sehr geschätzt. Nur die Arbeit? Seine Artikel standen ein wenig im Widerspruch zu seiner Persönlichkeit, wenn Sie verstehen, was ich meine. Entschuldigung. Hallo? Ja, natürlich nicht. Ist selbstverständlich eine Gegendarstellung. Nein, nein, so würde ich das ganz und gar nicht sehen. Ich bin jetzt auch in einer Besprechung. Ja, ich kann jetzt nicht. Bitte. Davon ist nichts wahr. Entschuldigung. Es tut mir leid. Ich habe jetzt keine Zeit. Stress? Das ist nur die übliche Redaktionshektik, so kurz vor Feierabend. Vor lauter Klingeln habe ich ganz vergessen, was ich eigentlich fragen wollte. Ach ja, genau.
Die Konkurrenz um den Chefsessel. Jetzt fällt's mir wieder ein. Konkurrenz? Welche Konkurrenz? Herr Fehrenbach und ich, wir standen lediglich für den gleichen Posten zur Auswahl. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Sehr richtig. Aber die Konsequenz ist ja wohl die gleiche. Nämlich der Weg auf den Chefsessel, der jetzt frei ist für Sie. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Das ist Ironie des Schicksals, aber der Posten wird wohl extern besetzt werden. Jetzt entschuldige mich. Ja, Wiedersehen. Hallo? Ja, natürlich nicht. Davon ist nichts. Wir können das alle gar nicht fassen. Warum tut ein Mensch sowas? Das ist, als ob man dem Frankfurter Kurier das Herz rausgerissen hätte. Das ist übrigens Herr Martela. Er ermittelt im Fall Ihres verstorbenen Mannes. Herr Martela, darf ich Ihnen vorstellen, Frau Fehrenbach? Mein herzliches Beileid, Frau Fehrenbach. Danke. Entschuldigen Sie, wäre es vielleicht möglich, dass wir uns einen Moment unterhalten? Nein, nicht jetzt, bitte. Ich habe noch sehr viel vorzubereiten für die Trauerfeier und Ihre Kollegen haben mich bereits mehr als nötig in Anspruch genommen. Wann würde es Ihnen denn passen? Rufen Sie mich doch an. Frau Kegel, geben Sie doch bitte unsere Nummer. Nein. Kommen Sie einfach morgen Vormittag bei mir vorbei. Aber jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss mich wirklich noch um sehr viel kümmern. Selbstverständlich. Ja, ich kann das alles noch gar nicht fassen. Und Sie? Sind Sie denn jetzt wenigstens ein bisschen schlauer? Schwer zu sagen. Dieser Wiesner, er sagt, er würde den Chefposten vermutlich nicht kriegen. Ich verstehe irgendwie nicht, dass er jetzt, wo er die Karriereleiter nach oben klettern könnte, das Feld kampflos räumt. Ja, das können Sie auch gar nicht verstehen. Was soll ich machen? Da hat sich ein Musiker die Finger im Wasser eingeklemmt. Übrigens steht Ihnen ausgezeichnet die Uniform. Meinen Sie wirklich? Dankeschön, Herr Doktor. Ja, üben, üben, üben. Kleiner Geheimtipp von der Chefsekretärin des Frankfurter Kuriers. Seit wann stehst du auf sowas? Martin Wiesner, Ressortleiter für Lokales beim Frankfurter Kurier. Die Liebhaber jugendlicher Striche gefallen sich in der Rolle des väterlichen Freundes, bevor sie nachts ihr wahres Gesicht zeigen. Aber es kam noch besser. Wiesner lieferte sich mit Fehrenbach ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Posten des Chefredakteurs. Der Pechvogel. Jetzt, wo sein Konkurrent tot ist und der Weg zum Chefsessel frei wäre, erscheint dieser Artikel. Ein Sextourist als Chefredakteur, das macht sich nicht so gut. Volltreffer, Josef. Das Schmierblatt erschien einen Tag vor Fehrenbachs Tod. Das stinkt doch geradezu nach Mobbing. Offenbar hat Fehrenbach das Foto an die Klatschpresse geliefert, um seinen unliebsamen Konkurrenten loszuwerden. Wiesner hat da einen Grund, zur Sicherheit zu greifen. Komm, es geht weiter. Ja, schön und gut, Josef. Wenn wirklich Fehrenbach dahinter steckt, woher hatte der dann das Foto? Von Wiesner bestimmt nicht. Bewundernswert dein Scharfsinn, Josef. Gell? Wissen Sie, Herr Martela, mein Mann war nicht immer einfach. Er ließ die Leute ganz gerne nach seiner Pfeife tanzen. Manche Jahre lang. Sicher gab es Menschen, die damit nicht zurechtkamen, aber... Aber wer? Also, das kann ich gar nicht beurteilen. Außerdem... Ja? Der Erfolg gab ihm immer wieder recht. Sie sagten, Ihr Mann war nicht sehr beliebt. Also, Herr Martela, da haben Sie mich falsch verstanden. Mein Mann hatte durchaus seine Sympathien. Bei Frauen vor allem. Nicole Schumann hat ihn ja auch sehr verehrt. Mit ihr hatte er dann auch eine Affäre. Ihr Mann hatte ein Verhältnis mit Nicole Schumann?
Herr Matula, mein Mann war ein Schürzenjäger. Das wusste ich schon, als ich ihn geheiratet habe. Aber schließlich gibt es ja auch andere Dinge zwischen Mann und Frau. Die da wären? Uwe hat immer gewusst, was er an mir hatte. Was uns verband, war etwas, was sehr Tiefes, Existenzielles. Aber das ist vielleicht für einen Polizeibeamten nicht ganz einfach zu verstehen. Für einen Privatdetektiv schon. Was soll das heißen, Privatdetektiv? Sind Sie gar nicht von der Polizei? Nein, das habe ich auch nie behauptet. Herr Matula, dann bitte ich Sie zu gehen. Bitte sehr. Wie Sie meinen. Aber eins würde mich noch interessieren. Wo waren Sie denn am Dienstag zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr? Sie sind wirklich ganz schön dreist. Aber bitte, ich war bei meiner Nachbarin, Frau Görner. Guten Tag. Guten Tag. Bisher nicht mehr als meinen Namen. Mir war doch klar, dass früher oder später Nicoles Anwalt hier aufkreuzen würde. Frau Schumann hat Sie in letzter Zeit häufiger besucht. Darüber wollte ich mich... Ich weiß. Ich kann Sie gut verstehen, Dr. Lessing. Ihr Verstand rebelliert bei der Vorstellung, dass eine junge Frau wie Nicole Schumann. Wären da nur nicht all diese belastenden Momente gegen Sie? Ja, Sie sind nicht ganz gleichgültig. Und das macht Ihnen Angst. Dass Sie eine Frau sympathisch finden können, die vielleicht eine Mörderin ist. Worüber haben Sie denn mit Frau Schumann bei Ihren Besuchen geredet? Geht für Sie Karriere über alles? Nein. Sehen Sie, das ist der Punkt. Manche Menschen sind bereit, einfach alles dafür zu tun. Die arme Nicole wollte dem Phänomen Pritzke um jeden Preis auf den Grund gehen und verlor dabei, sagen wir mal, etwas die Orientierung. Sie haben mir sicherlich geholfen, die Orientierung wiederzufinden. Das haben wir doch alles auf der letzten Redaktionskonferenz besprochen. Ich kann nicht, wenn wir stundenlang über Zuständigkeiten sprechen. Moment bitte. Ist das Ihr Spezialgebiet? Hautnahe Recherche? Sie wahnsinnig, dieses Schmutzblatt mit dir herzubringen. Woher haben Sie das überhaupt? Sowas spricht sich schnell rum. Und die Anrufe gestern in Ihrem Büro, das war kein Redaktionsstress, das waren Reaktionen auf diese Reportage. Das ist die mieseste Intrige, die ich hier erlebt habe. Schauen Sie mal das Bild, das ist doch vollkommen sinnentstellt. Ich habe doch mit sowas nichts am Hut.
Ja gut, ich liebe das Land und seine Menschen. Das hier, das ist zum Beispiel Raoul. Ich habe eine Patenschaft in ihn übernommen, nicht nur für ihn. Das ist ja mir keine Ahnung, was denen da unten geht. Wie sollten sie auch? Leute wie Sie, die denken ja direkt, dass ich. Okay, lassen wir das mal so stehen. Haben Sie eine Ahnung, wie es da reinkommt? Das fragen Sie noch. Das war Fehrenbach. Ins verkommenes Objekt. Ich konnte nichts beweisen. Wie ist er denn an die Fotos gekommen? Die schicken mir die Bilder doch immer hier in die Redaktionsadresse. Wer die? Die Hilfsorganisation, ACCA. Sonst noch Fragen? Ja, eine letzte. Wo waren Sie denn an dem Abend, als Ihr Konkurrent Fehrenbach ermordet wurde? Wieso haben Sie ausgerechnet Frau Schumann das Versteck der Sichel verraten? Sie war reif dafür. Sie hatte sich wirklich verdient. Ich habe ihr schließlich auch Gefühle. Und sie war die Erste, die mich wirklich, wirklich verstehen konnte. Schön. Und nachdem Sie zu ihr eine tiefgreifende emotionale Beziehung aufgebaut haben, haben Sie ihr sicherlich noch andere Geheimnisse anvertraut. Haben Sie schon mal jemanden wirklich geliebt? Ich weiß nicht, was das jetzt... Also schön. Ja. Und? Was ist daraus geworden? Sehen Sie? Liebe bringt am Ende doch nur immer Schmerz und Leid, weil sie nicht berechenbar ist. Können wir jetzt zu Frau Schumann zurückkehren? Aber Dr. Lessing, von ihr sprechen wir doch schon die ganze Zeit. Ich habe mich Nicole anvertraut. Und sie hat mich auch verstanden. Mich jetzt verstehen. Hören Sie auf, mich zu Ihrem geistigen Verbündeten machen zu wollen. Was haben Sie zu ihr gesagt? Ich habe zum ersten Mal ganz offen über das wahre Motiv meiner Taten gesprochen. Ich tötete die Menschen, die ich am meisten liebte, bevor sie mich verletzen konnten. Dadurch blieb die etwas Reines. Und Sie hatten den Eindruck, dass Ihre abstrusen Vorstellungen bei Frau Schumann auf fruchtbaren Boden fielen? Nein. Da müssen Sie sich wirklich keine Gedanken machen, Dr. Lessing. Obwohl... Nicole ist eine junge Frau, die sich noch nicht ganz gefunden hat und offen ist. Für alles. Dann was glotzen Sie denn so? Ich frage mich gerade, was Sie vielleicht noch so von Pritzke übernommen haben. Er scheint Ihnen ja mehr als ein Rechercheobjekt gewesen zu sein. Dieser Mann ist der absolute Horror. Aber ja, ich gebe es zu, er ist doch wirklich faszinierend. Mir liefen die kalten Schauer den Rücken runter. Nach seiner Logik hat er immer streng konsequent gehandelt. Und dafür haben Sie sich mehr und mehr in ihn hineinversetzt? Haben sich die gleichen Fragen gestellt wie er und sind vielleicht auch zu den gleichen Schlussfolgerungen gekommen. Quatsch. Das können Sie eh nicht verstehen. Das müssen Sie selbst erlebt haben. Sich auf so einen Menschen einzulassen und in seine Welt einzutauchen, das beschäftigt einen sogar sehr. Aber deswegen ziehe ich selber doch nicht mit der Sichel los. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie mit Fehrenbach ein Verhältnis hatten? Pritzke hat nach eigenem Bekunden immer die Menschen getötet, die er geliebt hat. Haben Sie Fehrenbach geliebt?
Jetzt kommen Sie mir bitte nicht mit so einem Gefühlsquatsch, sonst gehe ich wirklich zurück in die Zelle. Nicole, ich bin Ihr Anwalt. Ich bin auf Ihrer Seite. Aber wenn ich Sie verteidigen soll, muss ich die Wahrheit kennen. Ja. Ich habe ihn sogar sehr geliebt. Billard. Da habe ich auch mal wieder eine Chance. Ja, dann nutze sie. Nicole hat Fernbach nicht nur als Affäre gesehen, sie hat ihn wirklich geliebt. Fernbach war ein rücksichtsloser Mensch. Obwohl Nicole behauptet, zwischen den beiden wäre alles okay gewesen. Immerhin war der Mann mit einer anderen verheiratet. Eva Fernbach. Was hältst du von der? Ich frage mich, was sie für einen Grund gehabt haben sollte, ihren Mann umzubringen. Schließlich hat sie seine Affären jahrelang geduldet. Ist sie so eine, die über allem steht? So ist das auch wieder nicht. Fehrenbach war ihr nicht egal. Das hat man irgendwie gespürt. Betrachten wir noch mal die Tatsachen, Josef. Wiesner hat kein Alibi für die Tatzeit. Und er hat im Gegensatz zu Nicole ein starkes Motiv für die Tat. Rache. Die Veröffentlichung seiner Fotos hat ihn beruflich vernichtet. Und Fehrenbach hat ihn wegen seiner Asienreisen vor der gesamten Redaktion bloßgestellt. Wer einen Menschen mit einer Sichel niederstreckt, der will ihn nicht einfach nur beseitigen. Der handelt aus Wut und Hass. Und Wiesner hatte allen Grund zu solchen Gefühlen. Außerdem wäre es für ihn eine Kleinigkeit gewesen, Spuren zu legen und wieder zu verschwinden. Dieser Wiesner ist ein undurchsichtiger Typ. Dem traue ich alles zu. Woher hast du eigentlich diesen Tisch? Das war der erste Preis beim 10. Frankfurter Poolbillardturnier. Na komm. Ich glaube, dass wir unter den gegebenen Umständen von einem dringenden Tatverdacht gegen Martin Wiesner ausgehen müssen. Interessante These. Aber wie sagt man so schön, grau ist alle Theorie. Lassen wir doch lieber mal Fakten sprechen. Die Fahrerin dürfte Ihnen bekannt vorkommen. Tja, in diesem Parkhaus haben viele Mitarbeiter des Frankfurter Kuriers ihren Stellplatz. Das liegt ja auch nur 2 Gehminuten vom Verlag entfernt. Zur Tatzeit standen dort nur noch die Wagen von Fehrenbach und Frau Schumann. Alle anderen Mitarbeiter, insbesondere Wiesner, hatten das Parkhaus schon wesentlich früher verlassen, was minutiös festgehalten wurde. Könnte doch auch auf andere Weise ins Verlagshaus zurückgekehrt sein. Könnte, aber es spricht nichts dafür. Wenn aber Ihre Mandantin um 21.15 Uhr wie von der Tarantel gestochen aus dem Parkhaus rast und der Gerichtsmediziner den Todeszeitpunkt zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr festlegt, ist das ein Indiz, das einen ohnehin dringenden Tatverdacht noch weiter erhärtet. Treffpunkt für Senioren. Werde ich mir merken. Ja, bitte? Guten Tag, Frau Görner. Mein Name ist Matula. Hätten Sie vielleicht einen Moment Zeit für mich? Entschuldigen Sie, aber ich möchte jetzt eigentlich in Ruhe meinen Tee trinken. Genau das sollten Sie nicht tun. Ist es nicht viel schöner, gemeinsam mit anderen Menschen seinen Tee zu trinken? Kommen Sie von dem neuen Altersheim da um die Ecke? Altersheim? Sie meinen das Sonnenstrahlen? Treffpunkt für aufgeschlossene Senioren. Und weil Sie mich für so aufgeschlossen halten, da stehen Sie jetzt vor meiner Tür, hm? Genau. Eigentlich zähle ich mich noch nicht zum alten Eisen. Ich fühle mich fit. Naja, ich sehe ein bisschen schlecht. Bitte kommen Sie. Aber wenn sonst alles stimmt, was will man denn noch mehr?
Und außerdem, was soll ich denn mit all diesen alten Leuten anfangen? Sie könnten Ihre Nachmittage in Gesellschaft verbringen. Aber sehen Sie gerade, das brauche ich nicht. Ich habe jemanden, der mir bei all den Sachen hilft, die ich nicht mehr schaffe. Papierkram und Medikamente richten. Medikamente? Mhm. Montag Herz, Dienstag Gefäße, Mittwochs Gedächtnis und dreimal täglich die Augen. Da braucht man jemanden Zuverlässigen. Und meine Nachbarin ist zuverlässig. Und dann muss sie nur über die Straße laufen. Und damit trainieren Sie Ihre Sehkraft? Wenn's nur so wäre. Die kann ich schon lange nicht mehr lesen. Wahrscheinlich hat sie meine Nachbarin hier vergessen. Da sollten Sie mal Werbung für Ihre Begegnungsstätte machen. Das ist doch besser, als sich die Füße wund zu laufen. Da steht bestimmt die Nummer von der Anzeigenabteilung drin. Und Frau Fehrenbach braucht ihr eh nicht mehr. Die sitzt doch an der Quelle. Und dann steht da sonst mit was immer drin. Auf, Marc! Essen auf Rädern. Endlich knusprig? Na, fein. Josef, mir ist was aufgefallen. Ich bräuchte deine Hilfe. Aber vorher solltest du die schlechte Nachricht kennen. Ich habe das Alibi von Frau Fehrenbach überprüft. Sie war bei ihrer Nachbarin, einer alten Dame, und hat ihr vorgelesen. Die ganze Nacht. Ich weiß, klingt nicht sehr erbaulich. Josef, wir haben nichts in der Hand, was Nicole entlasten würde. Womit kann ich dir helfen? Ich bräuchte Stäbchen. Oh, entschuldige. Nein, ich bräuchte eine Kopie von dem Parkhaus-Video, was mir Kommissar Reuter gezeigt hat. Kein Problem. Jetzt sicher noch nicht ganz billig. Parkhauswächter sind chronisch unterbezahlt und tun ungern was umsonst. Hm, dann dürftet ihr euch ja prima verstehen. Was willst du denn damit sagen? Hm. Danke. Auf welche Überraschung muss ich mich denn noch einstellen? Sie haben mir nicht die Wahrheit gesagt. Sie waren nicht bis 7:45 bei Fehrenbach, sondern bis 8:45. Das ist genau die Zeit, in der ihr Chef ermordet wurde. Die Überwachungskamera hat sie gefilmt, als sie wie von Sinnen aus dem Parkhaus gerast sind. Verlassen Sie nach einem ruhigen Arbeitsgespräch immer so die Tiefgarage? Nicole, sagen Sie mir bitte, was wirklich an dem Abend passiert ist. Uwe und ich, wir haben uns an dem Abend gestritten. Er wollte meine Reportage unter seinem Namen veröffentlichen. Mein Artikel. All das, was Pritzke mir anvertraute, all die langen Gespräche, die ich mit ihm führte, wollte er sich einfach unter den Nagel reißen. Einfach so, ohne Gegenleistung. Er wollte mich dafür heiraten. Aber nur, wenn er auch in Zukunft seinen Namen unter besonders gute Artikel von mir setzen dürfte. Na, was sagen Sie nun? Ist es nicht ein super Motiv, meinem Chef die Kehle durchzuschneiden? Es passt ja alles zusammen. Ich habe ihn so sehr geliebt und er hat mich so tief verletzt. Genau das, was Pritzke mir vorausgesagt hat. Liebe bringt Leid. Können Sie ja gleich dem Kommissar sagen, der sitzt sowieso schon in Startlöchern. Nicole, lassen Sie uns bitte vernünftig reden. Wusste Fehrenbachs Frau von seinen Heiratsabsichten? Keine Ahnung. Sie war nicht der Typ der gekränkten Ehefrau. Hi. Der Parkhauswächter ist noch schlechter bezahlt, als ich dachte. Na dann los. So, jetzt pass mal auf. Hier. Kommt dir der bekannt vor? Könnte das Martin Wiesner sein? Das könnte nicht, das ist Wiesner. Offiziell hatte sein Wagen das Parkhaus zu diesem Zeitpunkt schon verlassen. Anscheinend ist er zu Fuß nochmal zurückgekommen. Genau. Schließlich musste er sich auf den Mitarbeiterparkplätzen nochmal umschauen, ob vielleicht noch jemand im Verlag ist, außer seinem Opfer. Herr Wiesner? Wollen Sie denn hier? Sie waren im Verlag, als Fehrenbach ermordet wurde.
Sie sind in der Nacht noch mal zurückgekommen. Die Kamera da hat das aufgezeichnet. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss auf einen Termin, das ist wichtig. Verdammt noch mal, Herr Wiesner. Sie waren da und Sie hatten allen Grund, Feuerbach an die Gurgel zu gehen. Ich kann Sie ja verstehen, wenn Ihr Patenkind das Bild gesehen hat. Ich hau Sie einfach ab! Suchen Sie den? Der ist Ihnen gerade aus der Tasche gefallen. Okay. Jetzt haben Sie es geschafft. Der Termin mit meinem Verleger ist auch noch futsch. Dann reden Sie endlich. Das ist zwecklos. Das glaubt doch sowieso keiner. Na was denn? Dass Feuerbach schon tot war. Ich bin damals nur zurückgekommen, um wegen der Schweinerei mit den Fotos zur Rede zu stellen. Als dann die Tür geöffnet habe, da lag er plötzlich vor mir in seinem Blut. Mensch, ich hab die Panik bekommen. Jeder hier hat auch gedacht, dass ich es war. Sie haben recht. Das glaubt Ihnen wirklich keiner. Auslandsausgabe für Italien, Frankreich, Spanien, Benelux-Länder. Das Geheimnis von Menschen, die in unser Leben treten, ein Teil von uns werden und wieder verschwinden, ist eins jener Rätsel, die uns am meisten bewegen. Flüchtig und wie Schatten kreuzen sie unseren Weg, verlieren sich im Dunkel des Vergessens, während ihr Geist doch unauslöschbar und ewig ist. Was haltet ihr davon? Das klingt irgendwie lyrisch. Aber auch ein wenig altmodisch. Jedenfalls ein gebührender Nachruf für einen begnadeten Journalisten. Der Nachruf hat seine Frau geschrieben. Lass sie mal an. Hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Ja, vielleicht hat sie im Laufe der Jahre ihrem Mann ein bisschen über die Schulter geschaut. Aber ist doch merkwürdig. Feuerbach hatte eine Frau, die erstklassig schreibt. Er war angeblich selbst begnadet und wollte in Zukunft unter Nicoles Berichte seinen Namen setzen. Da passt doch irgendwas nicht zusammen. Sie haben recht, Helga. Es klingt lyrisch. Fast wie eine, ja, lyrische Abhandlung. Was meinst du damit? Feuerbachs Sekretärin bezeichnete seine Reportagen als lyrische Abhandlungen. Jetzt zähl mal eins und eins zusammen. Hallo, Frau Kiebe. Schön, Sie wiederzusehen. Oh, was verschafft mir die Ehre? Brauchen Sie mal wieder eine Auskunft oder gehöre ich jetzt auch schon zum Kreis der Verdächtigen? Im kleinen Handbuch für Detektive steht, dass junge und charmante Frauen nie verdächtig sind. Sie wissen ja, gegen Schmeicheleien bin ich immun. Aber nicht gegen Sie. Also was möchten Sie denn diesmal wissen? Wie Kelsterbach gegen Sachsenhausen gespielt hat. Interessante Frage. Aber wie sollte ich Ihnen da weiterhelfen können? Weil die Ergebnisse vom Lokalfußball mittwochs immer da drin stehen. Nur letzte Woche nicht. Sie haben doch den Durchblick beim Frankfurter Kurier. Kein Wunder. Das ist ja auch eine Auslandsausgabe. Das habe ich auch schon rausgefunden. Und warum erscheinen die Ergebnisse nicht in der Auslandsausgabe? Also das ist so. Während 22 fanatische junge Männer auf dem Platz immer noch einem kleinen Ball hinterherjagen, ist die Auslandsausgabe schon im Druck. Die wird nämlich immer vor der Inlandsausgabe gedruckt, denn sie hat ja noch eine lange Reise vor sich. Und nur so ist es möglich, dass der werte Leser auch auf Mallorca eine aktuelle Ausgabe auf dem Frühstückstisch liegen hat. Leider ohne Lokalfußball. Aha. Wann kommt denn die erste Auslandsausgabe aus dem Druck? Ach so, gegen 19 Uhr geistern meistens schon ein paar Exemplare durchs Haus. Feuerbach besaß jedenfalls immer eine. Sie haben mir sehr geholfen. Sie sind aber leicht zufriedenzustellen. Ja, Sie wissen ja noch nicht mal, dass Sachsenhausen 3-1 gewonnen hat. Sie sind wirklich pfiffig. Sie wären eine gute Detektivin. Genau. Frau Kegel, wäre es möglich, dass Sie mir noch einen kleinen Gefallen tun? Ich bin ganz Ohr. Herr Matula, na, Sie sind aber hartnäckig.
Ich habe es leider noch nicht geschafft, vorbeizukommen. Macht nichts. Ich hoffe, der schmeckt Ihnen. Johanniskrauttee. Das ist ja reizend von Ihnen, danke. Johanniskrauttee. Beruhigt denn nicht die Nerven? Ich glaube, den können Sie jetzt gut gebrauchen. Mir war gar nicht klar, dass doch noch so viel von meinem Mann hier ist. Gut, dass Sie mich angerufen haben. Das kann ja alles nicht ewig hier rumliegen. Ach, lassen Sie sich ruhig Zeit. Ich hab's jetzt gleich. Ich habe im Moment sowieso nicht so viel zu tun und ich freue mich über ein bisschen Gesellschaft. Und wenn seine Sachen erstmal alle weg sind, dann erinnert mich das nur daran, dass er nicht mehr wiederkommen wird. Entschuldigen Sie bitte. Ist schon gut, Sie haben ja recht. Wissen Sie, man gewöhnt sich in all den Jahren an so vieles. Alles hatte seinen festen Platz bei Ihrem Mann. Hier, hier zum Beispiel lag jeden Morgen die Zeitung, die er schon am Vorabend gelesen hat. Nur am Morgen nach dem Mord lag keine da. Meinen Sie, das könnte irgendwie von Bedeutung sein? Naja, wissen Sie, mir fällt es auch schwer zu glauben, dass Nicole Schumann meinen Mann umgebracht hat, aber deswegen aus einer verschwundenen Zeitung eine Spur zu konstruieren, also das halte ich auch für ein bisschen übertrieben. Vielleicht sollte ich doch besser die Polizei informieren. Karin, ich glaube, Sie sollten sich nicht so viele Gedanken machen. Das hat bestimmt nichts zu bedeuten. Jetzt. Danke. Alles Gute. Wiedersehen, Frau Fehrenbach. Wiedersehen. Hallo? Hier, Detektiv Kegel. Der Köder ist ausgeworfen. Sie doch in der Mordnacht mitgenommen. Die Auslandsausgabe. Klar, die wird früher gedruckt. Und sie lag schön griffbereit bei ihrem Mann auf dem Schreibtisch. In der Mordnacht? Was für ein Unsinn, da war ich gar nicht im Verlag. Ach, Frau Görner, bitte würden Sie das diesem Herrn noch mal bestätigen. Und wie kommt dann diese Ausgabe in Frau Görners Wohnzimmer? Dieses Exemplar mit dem Datum des nächsten Tages gab es an jenem Abend nur im Verlag. Und sonst nirgends. Zu dumm, dass Sie sie hier haben liegen lassen. Warum sollte ich diese dämliche Zeitung mitnehmen? Ich krieg selber eine, jeden Morgen. Es ist doch lächerlich. Es ist ganz und gar nicht lächerlich, schon am Abend die Zeitung vom nächsten Morgen zu haben. Eher praktisch. Vor allem, wenn man unbedingt wissen will, welcher Artikel am nächsten Tag drinsteht. Der eigene? Oder hat Nicole schon das Rennen gemacht? Ihre eigene Neugierde wurde Ihnen zum Verhängnis. Der Plan war wirklich gut ausgedacht. Fast perfekt. Frau Görner? Frau Görner, sagen Sie, ich habe fast den Eindruck, Sie glauben diesen fremden Leuten. Ich meine, Sie kennen mich doch nun wirklich seit Jahren. Ich weiß. Und Sie richten meine Medikamente. Ja. Aber Herr Matula hat mir die Augen geöffnet. Ich habe schon immer gegen Schlaftabletten empfindlich reagiert. Denn an diesem Abend haben Sie Frau Görner auch eine Schlaftablette unter die Medikamente gemischt. Sie mussten ja sicher sein, dass die alte Dame nichts davon mitbekommt, wenn Sie das Haus verlassen. Dann sind Sie in den Verlag. Sie haben gewartet, bis Nicole das Büro Ihres Mannes verlassen hat. Die Sichel lag immer noch auf dem Schreibtisch Ihres Mannes, wo
wo sie Nicole vor ihren Augen deponiert hatte. Sie braucht nur noch zuzugreifen. Kurz nachdem sie ihren Mann niedergestreckt haben, saßen sie schon wieder friedlich vor ihrer Nachbarin und lasen ihr weiter vor. Respekt. Sie haben Fantasie. Bloß, welcher Richter soll Ihnen das glauben? Außerdem, was für einen Grund sollte ich gehabt haben, meinen eigenen Mann umzubringen? Das ist, was ich nicht verstehe, Frau Fehrenbach. Ihr Mann war doch so ein charmanter Mensch. Immer gut gelaunt. Und über die Maßen talentiert. Genau, Frau Görner. Über die Maßen. War er vielleicht doch nicht so talentiert? Er wäre bei irgendeinem drittklassigen Provinzblatt. Ohne mich. Er konnte nicht formulieren. Er hatte keinerlei Fantasie. Seine gesamte Schreibe war genauso niveaulos wie er selber. Ich konnte schreiben. Und geheiratet hat er mich bloß deswegen. Aber ich habe ihn geliebt, trotz allem. Diesen eitlen, egomanischen Kerl, der einen Preis nach dem anderen einheimste. Durch mich. Logisch, dass ihm die ganzen jungen Volontärinnen zu Füßen lagen. Aber ich hab's irgendwie ausgehalten. Bis er mir eines Tages erklärte, deine Artikel. Deine Artikel, hat er gesagt, sind genauso ausgeleiert wie du selber. Und deswegen sollte ich ausrangiert werden. Von einem Tag auf den anderen sollte meine Zeit vorbei sein, während sein Leben von vorne anfing. Verstehen Sie, das ganze Spiel einfach von vorne, in neuer Besetzung. Wieder mit einer begabten Journalistin. Jung natürlich. Die ihm zu neuem Ruhm verhelfen sollte. Und die mit ihren reißerischen, aber sehr gut recherchierten Geschichten voll im Trend lag. Liebe bringt Leid. Ja. Genau so ist es. Ich habe getötet, was ich am meisten geliebt habe. Und ich bereue es nicht. Küsst sie, weil er seine Pflicht getan hat, aber dass ich auch den Kopf hingehalten habe. Mein Artikel über Pritzke wurde gestern veröffentlicht. Unter meinem Namen. Sie haben ja den Titel geändert. Nicht nur den Titel, auch den Inhalt. Dieser Pritzke wird keinen mehr in den Abgrund reißen. Zeig uns hier. Mit der er seine Opfer brutal ermordete. Wer außer Ihnen wusste denn noch von der Waffe? Im Prinzip die ganze Redaktion. Das war ja Thema Nummer eins an dem Tag. Die Waffe lag offen auf Fehrenbachs Schreibtisch. Da hätte ja jeder rangekonnt. Aber nur Ihre Fingerabdrücke waren drauf. Ging es denn an diesem Abend nur über Ihren Artikel oder haben Sie auch über andere Sachen gesprochen? Hat Fehrenbach vielleicht noch jemanden erwartet?
War er irgendwie anders als sonst? War er nervös? Nein, ganz im Gegenteil. Er war gut gelaunt und stellte sich immer wieder vor, wie die Konkurrenz auf den Artikel reagieren würde. Danach bin ich dann gegangen. Wann war das? So gegen 7:45. Das hat wohl keiner gesehen. Was haben Sie dann gemacht? Gebadet. Das hat wahrscheinlich auch niemand gesehen. Dieser Pritzker hat lange Katz und Maus bei uns gespielt. Es gab keine Anzeichen, wann und wo er das nächste Mal zuschlagen würde. Aber was hat denn das jetzt alles mit meiner Mandantin zu tun? Ja, dann hören Sie doch mal selbst, was Frau Schumann über diesen abartigen Typen schreibt. Irgendwas. Charismatischer Mörder. Augen, die einen durchdringen. Faszinierender Mann. Schauer über den Rücken. Ich habe diese Passagen gelesen. Na, umso besser. Dann werden Sie mir sicher zustimmen, dass Nicole Schumann dem Sichelmörder nicht nur völlig unkritisch, sondern sogar fasziniert gegenüberstand. Außerdem wäre es nicht das erste Mal, dass ein Ritualmörder von einer empfindsamen Seele Besitz ergreift. Ich bezweifle gar nicht die Gefährlichkeit dieses Mannes. Aber mir ist das alles zu abgehoben. Was ist denn, wenn diesem Verbrechen ganz gewöhnliche Motive zugrunde liegen? Schönen Tag noch. Ja, tschüss, Lessing. Ach, gut, dass Sie da sind, Dr. Lessing. Das Telefon steht gar nicht mehr still. Zuerst hat Dr. Probst angerufen, der ist wieder in seiner Kanzlei erreichbar. Naja, und dann noch zahlreiche Anrufe wegen dieser Jazztage. Wie, noch mehr? Da platzt uns der Spielplan ja bald aus allen Nähten. Ja, eben. Also, entweder müssen wir um einen Tag verlängern oder eine weitere Lokalität anmieten. Ich habe da an das Casablanca gedacht. Helga, Sie sind ein Engel. Ohne Sie hätte ich schon längst das Handtuch geworfen. Tja, die Kunst fordert eben von uns allen besondere Opfer. Ach, von dir etwa auch? Während du swingend durch die Clubs tingelst, kümmere ich mich um die ernste Seite des Lebens. Ich hoffe, du meinst damit unseren aktuellen Fall. Ich erinnere mich sehr gut an die damaligen Sichelmorde. Die Zeitung stand ja voll davon. Kaum war der Mörder gefasst, rannte plötzlich noch so ein Verrückter mit der Sichel durch die Gegend und murkst die Leute ab. Tja, genau so eine Nachahmungstat unterstellt Kommissar Reuter jetzt meiner Mandantin. Und, hältst du das für möglich? Ich weiß es nicht. Es könnte tatsächlich was dran sein. Für meinen Geschmack ist diese Nicole Schumann etwas zu sehr vom Sichelmörder fasziniert. Andererseits könnte sich jemand genau diesen Umstand zunutze gemacht haben, um sie damit verdächtig zu machen. Gibt es auch was, was sie unverdächtig macht? In meinen Augen fehlt das Motiv. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das alles inszeniert hat. Ihr Artikel über dem Toten, die Fotos an der Wand, die Sichel. Jedenfalls macht jemand, der so viele Spuren legt, auch selber welche. Und da baue ich auf deinen ungetrübten Spürsinn. Vergiss bitte nicht meinen ungetrübten Geschäftssinn. Guten Tag. Mein Name ist Matula. Man hat mir gesagt, dass Sie mir vielleicht weiterhelfen können. So. Hat man Ihnen das gesagt? Ja, da muss ich Sie enttäuschen. Ich gebe keine Auskunft. Sie sind wirklich genau die Richtige. Man hat mir nämlich auch gesagt, dass Sie eine Frau mit Durchblick sind. Steht das in Ihrem kleinen Handbuch für Detektive? Wie man zu der Sekretärin des ermordeten Chefs einen Draht herstellt? Man kann Ihnen wirklich nichts vormachen. Was glauben Sie, wie man hier eingewickelt wird, damit man Überstunden macht? Da kriegt man kurz vor Feierabend noch so Sprüche reingedrückt wie: Nicht jeder hat das Privileg, aktiv am Zeitgeschehen mitwirken zu dürfen. Verstehe. Und Fehrenbach, hat er Sie auch eingewickelt? Der war der Schlimmste von allen. Man konnte ihm aber auch nur schwer was abschlagen. Kaffee? Nein, vielen Dank. Er hatte so eine Art. Er war charmant, wortgewandt. Und als Journalist einfach brillant. Seine Artikel klangen eher wie lyrische Abhandlungen. Vielleicht nicht mehr ganz so up-to-date, aber immer noch einzigartig im Verlag. Da verzeiht man so einiges. Was gab es denn da so zu verzeihen? Ja, seine 180-Grad-Drehungen. Genauso wie Fehrenbach
Menschen mit seinem Charme einwickelte, konnte er sie auch verletzen. Ein rücksichtsloser Egoman. Und dann seine Eitelkeit. Er war gerade wieder für einen Journalistenpreis nominiert. Allein das Getue, das er darum gemacht hat. Gab es denn da keinen, der ihm das Wasser reichen konnte? Was seine Artikel betrifft, bestimmt keiner. Allerdings Nicole Schumanns Reportagen, die waren irgendwie näher am Puls der Zeit. Vielleicht manchmal noch zu emotional, aber auf alle Fälle fesselnd. Hm? Oh, vielen Dank. Und sein Erzfeind Wiesner zum Beispiel, der war Fernbach weit überlegen. Also was die Führung der Mitarbeiter angeht oder die Organisation von Redaktionsabläufen. Wiesner? Mhm. Martin Wiesner, Ressortleiter für Lokales. Wäre bestimmt keine leichte Entscheidung für die Verlagsleitung geworden. Ich verstehe nicht ganz. Ja. Naja, den vakanten Stuhl des Chefredakteurs besetzen. Es standen ja immerhin zwei zur Auswahl, also Wiesner oder Fernbach. Das kann ja schließlich nur einer Chefredakteur werden, oder? Ernst Pritzke ist das unberechenbarste Individuum, das mir in 30 Berufsjahren untergekommen ist. Ich meine, wie soll ich einen Mandanten verteidigen, der keinerlei Reue zeigt? Vor Gericht mit seinen Taten noch herumprahlt. Der Kerl ist ein begnadeter Selbstdarsteller, sich seiner Wirkung voll bewusst. Erst wenn sich alles um ihn drehte, dann war er zufrieden. Dann ist es ja gut, dass er keine Gefahr mehr für die Menschen darstellt. Von wegen. Solche Psychopathen sind auch hinter Gittern noch gefährlich. Da entfalten sie auf eine besondere Weise ihre destruktive Wirkung. Stellen Sie sich vor, eine Sozialarbeiterin hat sich wegen ihm das Leben genommen. Aber er wollte sie ihm nur helfen. Also, da hat sich mir noch mal bestätigt, dass es richtig war, das Mandat niederzulegen. Ich bin schließlich Anwalt, kein Psychiater. Ich habe zu jedem meiner Mitarbeiter ein sehr gutes Verhältnis. Das können Sie eh nicht verstehen. Das müssen Sie selbst erlebt haben. Sich auf so einen Menschen einzulassen und in seine Welt einzutauchen, das beschäftigt einen, sogar sehr. Aber deswegen ziehe ich selber doch nicht mit der Sichel los. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie mit Fernbach ein Verhältnis hatten? Pritzke hat nach eigenem Bekunden immer die Menschen getötet, die er geliebt hat. Haben Sie Fernbach geliebt? Jetzt kommen Sie mir bitte nicht mit so einem Gefühlsquatsch, sonst gehe ich wirklich zurück in die Zelle. Nicole, ich bin Ihr Anwalt. Ich bin auf Ihrer Seite. Aber wenn ich Sie verteidigen soll, muss ich die Wahrheit kennen. Ja. Sogar sehr geliebt. Poolbillard, da habe ich auch mal wieder eine Chance. Ja, dann nutze sie. Nicole hat Fernbach nicht nur als Affäre gesehen, sie hat ihn wirklich geliebt. Fernbach war ein rücksichtsloser Mensch. Obwohl Nicole behauptet, zwischen den beiden wäre alles okay gewesen. Immerhin war der Mann mit einer anderen verheiratet. Eva Fernbach, was hältst du von der? Ich frage mich, was sie für einen Grund gehabt haben sollte, ihren Mann umzubringen. Schließlich hat sie seine Affären jahrelang geduldet. Ist sie so eine, die über allem steht? So ist das auch wieder nicht. Fehrenbach war ihr nicht egal. Das hat man irgendwie gespürt. Betrachten wir noch mal die Tatsachen, Josef. Wiesner hat kein Alibi für die Tatzeit. Und er hat im Gegensatz zu Nicole ein starkes Motiv für die Tat. Rache. Die Veröffentlichung seiner Fotos hat ihn beruflich vernichtet. Und Fehrenbach hat ihn wegen seiner Asienreisen vor der gesamten Redaktion bloßgestellt. Wer einen Menschen mit einer Sichel niederstreckt, der will ihn nicht einfach nur beseitigen. Der handelt aus Wut und Hass. Und Wiesner hatte allen Grund zu solchen Gefühlen.
Außerdem wäre es für ihn eine Kleinigkeit gewesen, Spuren zu legen und wieder zu verschwinden. Dieser Wiesner ist ein undurchsichtiger Typ. Dem traue ich alles zu. Woher hast du eigentlich diesen Tisch? Das war der erste Preis beim 10. Frankfurter Poolbillardturnier. Na komm. Ich glaube, dass wir unter den gegebenen Umständen von einem dringenden Tatverdacht gegen Martin Wiesner ausgehen müssen. Interessante These. Aber wie sagt man so schön, grau ist alle Theorie. Lassen wir doch lieber mal Fakten sprechen. Die Fahrerin dürfte Ihnen bekannt vorkommen. Tja, in diesem Parkhaus haben viele Mitarbeiter des Frankfurter Kuriers ihren Stellplatz. Das liegt ja auch nur 2 Gehminuten vom Verlag entfernt. Zur Tatzeit standen dort nur noch die Wagen von Fehrenbach und Frau Schumann. Alle anderen Mitarbeiter, insbesondere Wiesner, hatten das Parkhaus schon wesentlich früher verlassen, was minutiös festgehalten wurde. Könnte doch auch auf andere Weise ins Verlagshaus zurückgekehrt sein. Könnte, aber es spricht nichts dafür. Wenn aber Ihre Mandantin um 21.15 Uhr wie von der Tarantel gestochen aus dem Parkhaus rast und der Gerichtsmediziner den Todeszeitpunkt zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr festlegt, ist das ein Indiz, das einen ohnehin dringenden Tatverdacht noch weiter erhärtet. Treffpunkt für Senioren. Werde ich mir merken. Ja, bitte? Guten Tag, Frau Görner. Mein Name ist Matula. Hätten Sie vielleicht einen Moment Zeit für mich? Entschuldigen Sie, aber ich möchte jetzt eigentlich in Ruhe meinen Tee trinken. Genau das sollten Sie nicht tun. Ist es nicht viel schöner, gemeinsam mit anderen Menschen seinen Tee zu trinken? Kommen Sie von dem neuen Altersheim da um die Ecke? Altersheim? Sie meinen das Sonnenstrahlen? Treffpunkt für aufgeschlossene Senioren. Und weil Sie mich für so aufgeschlossen halten, da stehen Sie jetzt vor meiner Tür, hm? Genau. Eigentlich zähle ich mich noch nicht zum alten Eisen. Ich fühle mich fit. Naja, ich sehe ein bisschen schlecht. Bitte kommen Sie. Aber wenn sonst alles stimmt, was will man denn noch mehr? Und außerdem, was soll ich denn mit all diesen alten Leuten anfangen? Sie könnten Ihre Nachmittage in Gesellschaft verbringen. Aber sehen Sie gerade, das brauche ich nicht. Ich habe jemanden, der mir bei all den Sachen hilft, die ich nicht mehr schaffe. Papierkram und Medikamente richten. Medikamente? Mhm. Montag Herz, Dienstag Gefäße, Mittwochs Gedächtnis und 3-mal täglich die Augen. Da braucht man jemanden Zuverlässigen. Und meine Nachbarin ist zuverlässig. Und dann muss sie nur über die Straße laufen. Und damit trainieren Sie Ihre Sehkraft? Wenn's nur so wäre. Die kann ich schon lange nicht mehr lesen. Wahrscheinlich hat sie meine Nachbarin hier vergessen. Da sollten Sie mal Werbung für Ihre Begegnungsstätte machen. Das ist doch besser, als sich die Füße wund zu laufen. Da steht bestimmt die Nummer von der Anzeigenabteilung drin. Und Frau Fehrenbach braucht die eh nicht mehr. Die sitzt doch an der Quelle. Und dann steht da sonst mit was immer drin. Auf, Marc! Essen auf Rädern. Endlich knusprig? Na, fein. Josef, mir ist was aufgefallen. Ich bräuchte deine Hilfe. Aber vorher solltest du die schlechte Nachricht kennen. Ich habe das Alibi von Frau Fehrenbach überprüft. Sie war bei ihrer Nachbarin, einer alten Dame, und hat ihr vorgelesen. Die ganze Nacht. Ich weiß, klingt nicht sehr erbaulich. Josef, wir haben nichts in der Hand, was Nicole entlasten würde. Womit kann ich dir helfen? Ich bräuchte Stäbchen. Oh, entschuldige. Nein, ich bräuchte eine Kopie von dem Parkhaus-Video, was mir Kommissar Reuter gezeigt hat. Kein Problem. Die hat sicher noch nicht ganz billig. Parkhauswächter sind chronisch unterbezahlt und tun ungern was umsonst. Hm, dann dürftet ihr euch ja prima verstehen. Was willst du denn damit sagen? Danke. Auf welche Überraschung? Das
Das ist mir sehr wichtig. Auch zu Herrn Fehrenbach. Er war ein hervorragender Journalist, daran gibt es gar nichts zu rütteln. Ich habe seine Arbeit sehr geschätzt. Nur die Arbeit? Seine Artikel standen ein wenig im Widerspruch zu seiner Persönlichkeit, wenn Sie verstehen, was ich meine. Entschuldigung. Hallo? Ja, natürlich nicht. Ich selbstverständlich eine Gegendarstellung. Nein, nein, so würde ich das ganz und gar nicht sehen. Ich bin jetzt auch in einer Besprechung. Ja, ich kann jetzt nicht. Bitte. Davon ist nichts wahr. Entschuldigung. Es tut mir leid. Ich habe jetzt keine Zeit. Stress? Das ist nur die übliche Redaktionshektik, so kurz vor Feierabend. Vor lauter Klingeln habe ich ganz vergessen, was ich hier eigentlich fragen wollte. Ach ja, genau. Die Konkurrenz um den Chefsessel. Jetzt fällt es mir wieder ein. Konkurrenz? Welche Konkurrenz? Herr Fehrenbach und ich, wir standen lediglich für den gleichen Posten zur Auswahl. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Sehr richtig. Aber die Konsequenz ist ja wohl die gleiche. Nämlich der Weg auf den Chefsessel, der jetzt frei ist für Sie. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Das ist Ironie des Schicksals, aber der Posten wird wohl extern besetzt werden. So, entschuldige mich. Ja, Wiedersehen. Hallo? Ja, natürlich nicht. Davon ist nichts. Wir können das alle gar nicht fassen. Warum tut ein Mensch sowas? Das ist, als ob man dem Frankfurter Kurier das Herz rausgerissen hätte. Das ist übrigens Herr Martela. Er ermittelt im Fall Ihres verstorbenen Mannes. Herr Martela, darf ich Ihnen vorstellen, Frau Fehrenbach? Mein herzliches Beileid, Frau Fehrenbach. Danke. Entschuldigen Sie, wäre es vielleicht möglich, dass wir uns einen Moment unterhalten? Nein, nicht jetzt, bitte. Ich habe noch sehr viel vorzubereiten für die Trauerfeier und Ihre Kollegen haben mich bereits mehr als nötig in Anspruch genommen. Wann würde es Ihnen denn passen? Rufen Sie mich doch an. Frau Kegel, geben Sie doch bitte unsere Nummer. Nein. Kommen Sie einfach morgen Vormittag bei mir vorbei. Aber jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss mich wirklich noch um sehr viel kümmern. Selbstverständlich. Ich kann das alles noch gar nicht fassen. Und Sie? Sind Sie denn jetzt wenigstens ein bisschen schlauer? Schwer zu sagen. Dieser Wiesner, er sagt, er würde den Chefposten vermutlich nicht kriegen. Ich verstehe irgendwie nicht, dass er jetzt, wo er die Karriereleiter nach oben klettern könnte, das Feld kampflos räumt. Ja, das können Sie auch gar nicht verstehen. Was soll ich machen? Da hat sich ein Musiker die Finger im Wasser eingeklemmt. Übrigens steht Ihnen ausgezeichnet die Uniform. Meinen Sie wirklich? Dankeschön, Herr Doktor. Geheimtipp von der Chefsekretärin des Frankfurter Kuriers. Seit wann stehst du auf sowas? Martin Wiesner, Ressortleiter für Lokales beim Frankfurter Kurier. Die Liebhaber jugendlicher Striche gefallen sich in der Rolle des väterlichen Freundes, bevor sie nachts ihr wahres Gesicht zeigen. Aber es kam noch besser. Wiesner lieferte sich mit Fehrenbach ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Posten des Chefredakteurs. Der Pechvogel. Jetzt, wo sein Konkurrent tot ist und der Weg zum Chefsessel frei wäre, erscheint dieser Artikel. Sextourist als Chefredakteur, das macht sich nicht so gut. Volltreffer, Josef. Das Schmierblatt erschien einen Tag vor Fehrenbachs Tod. Das stinkt doch geradezu nach Mobbing. Offenbar hat Fehrenbach das Foto an die Klatschpresse geliefert, um seinen unliebsamen Konkurrenten loszuwerden. Wiesner hat da einen Grund, zur Sicherheit zu greifen. Komm, es geht weiter. Ja, schön und gut, Josef. Wenn wirklich Fehrenbach dahinter steckt, woher hatte der dann das Foto? Von Wiesner bestimmt nicht. Bewundernswert dein Scharfsinn, Josef. Gell?
Mein Mann war nicht immer einfach. Er ließ die Leute ganz gerne nach seiner Pfeife tanzen. Manche Jahre lang. Sicher gab es Menschen, die damit nicht zurechtkamen, aber... Aber wer? Also, das kann ich gar nicht beurteilen. Außerdem... Ja? Der Erfolg gab ihm immer wieder recht. Sie sagten, Ihr Mann war nicht sehr beliebt. Also, Herr Matula, da haben Sie mich falsch verstanden. Mein Mann hatte durchaus seine Sympathien. Bei Frauen vor allem. Nicole Schumann hat ihn ja auch sehr verehrt. Mit ihr hatte er dann auch eine Affäre. Ihr Mann hatte ein Verhältnis mit Nicole Schumann? Herr Matula, mein Mann war ein Schürzenjäger. Das wusste ich schon, als ich ihn geheiratet habe. Aber schließlich gibt es ja auch andere Dinge zwischen Mann und Frau. Die da wären? Uwe hat immer gewusst, was er an mir hatte. Was uns verband, war etwas, was sehr Tiefes, Existenzielles. Aber das ist vielleicht für einen Polizeibeamten nicht ganz einfach zu verstehen. Für einen Privatdetektiv schon. Was soll das heißen, Privatdetektiv? Sind Sie gar nicht von der Polizei? Nein, das habe ich auch nie behauptet. Herr Matula, dann bitte ich Sie zu gehen. Bitte sehr. Wie Sie meinen. Aber eins würde mich noch interessieren. Wo waren Sie denn am Dienstag zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr? Sie sind wirklich ganz schön dreist. Aber bitte, ich war bei meiner Nachbarin, Frau Görner. Guten Tag. Guten Tag. Bisher nicht mehr als meinen Namen. Mir war doch klar, dass früher oder später Nicoles Anwalt hier aufkreuzen würde. Frau Schumann hat Sie in letzter Zeit häufiger besucht. Darüber wollte ich mich... Ich weiß. Ich kann Sie gut verstehen, Dr. Lessing. Ihr Verstand rebelliert bei der Vorstellung, dass eine junge Frau wie Nicole Schumann... Wären da nur nicht all diese belastenden Momente gegen Sie? Ja, Sie sind nicht ganz gleichgültig. Und das macht Ihnen Angst. Dass Sie eine Frau sympathisch finden können, die vielleicht eine Mörderin ist. Worüber haben Sie denn mit Frau Schumann bei Ihren Besuchen geredet? Geht für Sie Karriere über alles? Nein. Sehen Sie, das ist der Punkt. Manche Menschen sind bereit, einfach alles dafür zu tun. Die arme Nicole wollte dem Phänomen Pritzke um jeden Preis auf den Grund gehen und verlor dabei, sagen wir mal, etwas.
Und Sie haben mir sicherlich geholfen, die Orientierung wiederzufinden. Das haben wir doch alles auf der letzten Redaktionskonferenz besprochen. Ich kann nicht, wenn wir stundenlang über Zuständigkeiten sprechen, in... Moment bitte. Ist das Ihr Spezialgebiet? Hautnahe Recherche? Sie wahnsinnig, dieses Schmutzblatt mit dir herzubringen. Woher haben Sie das überhaupt? Sowas spricht sich schnell rum. Und die Anrufe gestern in Ihrem Büro, das war kein Redaktionsstress, das waren Reaktionen auf diese Reportage. Das ist die mieseste Intrige, die ich hier erlebt habe. Das, schauen Sie mir das Bild, das ist doch vollkommen sinnentstellt. Ich habe doch mit sowas nichts am Hut. Na gut, ich liebe das Land und seine Menschen. Das hier, das ist zum Beispiel Raoul. Ich habe eine Patenschaft in Jürgen übernommen, nicht nur für ihn. Das ist ja mir keine Ahnung, was denen da unten geht. Wie sollten Sie auch? Leute wie Sie, die denken ja direkt als ich. Okay, lassen wir das mal so stehen. Haben Sie eine Ahnung, wie es da reinkommt? Das fragen Sie noch. Das war Fernbach. Ins verkommene Subjekt. Und ich konnte ihm nichts beweisen. Wie ist er denn an die Fotos gekommen? Die schicken mir die Bilder doch immer hier in die Redaktionsadresse. Wer die? Die Hilfsorganisation, ACCA. Sonst noch Fragen? Ja, eine letzte. Wo waren Sie denn an dem Abend, als Ihr Konkurrent Fehrenbach ermordet wurde? Wieso haben Sie ausgerechnet Frau Schumann das Versteck der Sichel verraten? Sie war reif dafür. Sie hatte sich wirklich verdient. Ich habe ihr schließlich auch Gefühle. Und sie war die Erste, die mich wirklich, wirklich verstehen konnte. Schön. Und nachdem Sie zu ihr eine tiefgreifende emotionale Beziehung aufgebaut haben, haben Sie ihr sicherlich noch andere Geheimnisse anvertraut. Haben Sie schon mal jemanden wirklich geliebt? Ich weiß nicht, was das jetzt... Also schön. Ja. Und? Was ist daraus geworden? Sehen Sie? Liebe bringt am Ende doch nur immer Schmerz und Leid. Weil sie nicht berechenbar ist. Können wir jetzt zu Frau Schumann zurückkehren? Aber Dr. Lessing, von ihr sprechen wir doch schon die ganze Zeit. Ich habe mich Nicole anvertraut. Und sie hat mich auch verstanden. So wie Sie mich jetzt verstehen. Hören Sie auf, mich zu Ihrem geistigen Verbündeten machen zu wollen. Was haben Sie zu ihr gesagt? Ich habe zum ersten Mal ganz offen über das wahre Motiv meiner Taten gesprochen. Ich tötete die Menschen, die ich am meisten liebte, bevor sie mich verletzen konnten. Dadurch blieb die Liebe etwas Reines. Und Sie hatten den Eindruck, dass Ihre abstrusen Vorstellungen bei Frau Schumann auf fruchtbaren Boden fielen? Müssen Sie sich wirklich keine Gedanken machen, Dr. Lessing. Obwohl, Nicole ist eine junge Frau, die sich noch nicht ganz gefunden hat und offen ist. Für alles. Dann was glotzen Sie denn so? Ich frage mich gerade, was Sie vielleicht noch so von Pritzke übernommen haben. Er scheint Ihnen ja mehr als ein Rechercheobjekt gewesen zu sein. Dieser Mann ist der absolute Horror. Aber ja, ich gebe es zu, er ist doch wirklich faszinierend.
Mir liefen die kalten Schauer den Rücken runter. Nach seiner Logik hat er immer streng konsequent gehandelt. Und dafür haben Sie sich mehr und mehr in ihn hineinversetzt, haben sich die gleichen Fragen gestellt wie er und sind vielleicht auch zu den gleichen Schlussfolgerungen gekommen. Quatsch. Schumann, Frankfurter Kurier. Ich berichte über die Juristen-Jazz-Tage. Hallo. Ihre Kombo gilt angeblich als der Geheimtipp. Ach, wir sind einer der vielen Geheimtipps hier. Haben Sie ein paar Minuten? Für Sie habe ich gerne mehr. Wollen Sie was trinken? Nein, danke. Wollen wir gleich loslegen? Vor ein paar Jahren haben Sie ja das Juristen-Jazz-Treffen ins Leben gerufen. Damals noch mit einer Handvoll Bands aus der Region. Heute kommen die Musiker schon von überall her aus Deutschland. Naja, der Bedarf für eine gute Plattform, der war eigentlich schon da. Mhm. Das Problem war nur, wie bringt man die Leute zusammen? Also eine Menge Organisation. Allerdings. Machst du mir ein Bier, bitte? Komm sofort. Als ich noch Staatsanwalt war, mit einer 40-Stunden-Woche, da lief das alles problemlos nebenher. Aber heute gäbe es ohne meine Sekretärin wahrscheinlich gar keine Juristen-Jazz-Treffen mehr. Sie ist sowas wie die heimliche Managerin geworden. Aber vielleicht wollen Sie das alles mal lieber in Ruhe nachlesen. Ich habe hier ein Faltblatt für Sie. Alles auf einen Blick. Inklusive Spielplan der Bands. Tut mir leid, eigentlich interessiere ich mich für Jazz, aber mein Job ist einfach gerade irre stressig. Ich werde auf jeden Fall einen schönen Artikel schreiben, okay? Würde mich freuen. Ich wünsche viel Erfolg. Danke, ebenfalls. Tschüss. Das ist für mich ja nun nicht das erste Mal, aber immer wieder was Besonderes. Ich bitte Sie, ich habe zu danken. Machen Sie es gut, mein Lieber. Nicole, ich habe jetzt leider keine Zeit. Weißt du, wer eben angerufen hat? Die Akademie für... Wie hast du immer so schön gesagt? Das Gefasel eines Psychopathen abdrucken kann jeder, aber unserem Leser muss es Schauer über den Rücken jagen. Und schauerlich genug? Ist das? Ja. Respekt. Da staunst du was. Wie bist du denn daran gekommen? Unser Sichelmörder hat sein letztes Geheimnis preisgegeben. Stell dir mal vor, eine kleine Reporterin findet das Messer von Jack the Ripper. Jetzt komm mal runter. Warte, denn Pritzke die Sichel die ganzen Jahre versteckt. Was gibt's, wie ist's? Ich habe jetzt keine Zeit. Das ist so wichtig. Ich komme dann später nochmal wieder. Ach, Martin. Ja? Machen Sie bitte die Tür zu. Danke. Also, wo war sie? Steht alles da drin. Jetzt komm schon. Er hat die Sichel unbemerkt einer Dauerausstellung für Kultgegenstände im Völkerkundemuseum hinzugefügt. Ist das nicht genial? Hier geht's zu, wirft der Zahl. Ja. Uwe, ich will nicht stören. Tag. Hallo. Ich wollte dir nur die... Ich bin schon weg. Sie lasse ich dir zum Spielen da. Soll ich später noch mal kommen?
Nein, nein, bitte setz dich. Willst du einen Kaffee? Danke. Karin? Einen Kaffee, bitte. Ich bin heute länger im Büro. Vielleicht kommst du nach Redaktionsschluss noch mal vorbei und dann besprechen wir den Text etwas genauer. Okay. Und? Hast du alles dabei? Natürlich, Schatz. Gegen Frau Schumann vor. Nach Aussage mehrerer Zeugen war Frau Schumann neben dem Tatopfer die letzte Person, die sich in den Räumlichkeiten des Frankfurter Kuriers aufgehalten hat. Weiterhin wurde im Büro des Getöteten ein von ihr verfasster Artikel über einen Ritualmörder gefunden, der offenbar als Vorlage für den jetzigen Mord diente. Sie können aufgrund eines Artikels niemanden festhalten. Ja, aber aufgrund einer sichergestellten Tatwaffe, die mit den Fingerabdrücken ihrer Mandantin übersät ist, schon. Und das Motiv? Bisher wissen wir noch wer, wie und wann. Oder nicht warum. Tja, wer hätte das gedacht, dass Sie jetzt mich interviewen? Wann haben Sie Herrn Fehrenbach denn das letzte Mal gesehen? Wir haben über mein Manuskript gesprochen. Fehrenbach war begeistert. Natürlich wollte er noch zwei, drei Sachen geändert haben, wie immer. Wie kamen Sie denn zu dieser Sichel? Ich habe Pritzke dazu gebracht, mir das Versteck zu verraten. Die Tatwaffe des Sichelmörders, Ernst Pritzke, wurde nie gefunden. Nie hat er auch nur ein Wort darüber verloren. Und ausgerechnet nie hat er im Gefängnis das Versteck verraten. Das ist eine kleine Sensation, die Waffe zu besitzen.